Links damals, da. Damals, da gab es noch nicht mal diese Wände, die es heute gab. Ohne Scheiß, da gab es nur diese Sand. Wow. Oh, einfach weiter fahren, einfach weiter fahren. Oh Gott. Okay, sag das nochmal für die Aufnahme. Black Kokobus jetzt. Ich bin über Kamenka. Ah, okay. Über Kamenka. Direkt über Kamenka oder am Rand über Kamenka? Am Rand über Kamenka. Wenn du bei Kamenka an den Rand guckst, da ist da diese 205 bei diesem Berg. Und da drüber bin ich. Ah ja, diese 205 von diesem Berg. 204? Ach da, 205, die man nicht sieht. Okay, gut, dass du nicht die 204 genannt hast, die man einfach sieht. Ja. Nee, okay, alles klar, bei der 205. So, ja, ich bin jetzt auch dabei. Und ich sitze in Elektro. In Elektro, okay. So, ich hole erstmal Blackbook ab, auch nur 11.000 Meter, wow. Oh, Nitz, 4.500 Meter, ja. Ich habe Spiele bei mir, zwei Typen. Ja, ich muss aber erstmal Nitz abholen jetzt. Oh, Mensch. Ah, ich komme von, Solnitschi aus. Okay, ich komme doch nicht mehr, weil ich das Auto geschrottet habe. Oh Gott, Till, warum? Und hier ist einer. Sag mal, in welche Richtung Solnitschi liegt. Im Süden der Karte oder im Norden? Ich habe gerade einen mit ganz viel Gear umgebracht, der hat ein Large Gumbag und alles. Cool, 3 OZ Gold, nice. Gut, dass ich das Auto gecrashed habe übrigens. Props ja, on me. Na, warum? Ich habe jetzt schön Ausrüstung und so. Ja, wie geil, ich hab den gerade mit einer Makarov abgeknallt, ey. Der arme Kerl. Oh, schöne Sachen hat er dabei, schöne Sache. Der hat auch einen Reifen dabei, vielleicht. Vielleicht. Und ja, der hat aber nur einen. Ich bin aber auch in Sönschi, das heißt Industriegebiet in der Nähe. Okay, ich brauche zwei Reifen. Einen hat er sogar dabei. Scrap Metal hat er auch. Eine Toolbox, Map. Vor allem, ich fahre gegen die Laterne, ne? Und der steht gleich daneben, steigt dann das Auto ein und ich knall halt weg mit der Makarov. Das wäre es jetzt mal, wenn wir wirklich Glück hätten in der Mod. Irgendwie sind die Zombies gar nicht aggressiv, kann das sein? Nö, die sind total ruhig. Ja, die machen zwar manchmal so laut, als würden sie sich angreifen, aber machen sie nicht. Ja, wir haben schon 3 Unzen Gold. Das heißt, wir können uns noch nichts leisten. Viel ist es nicht. Aber gut, wir haben ja auch den SUV, der ist ja auch ein bisschen was wert. Und ich mache eine kleine Wanderung jetzt zu dem Industriegebiet hier. Ich fühle mich richtig so wie in alten Zeiten. Hm? Und man macht das Auto kaputt, Blackbook muss immer laufen. Yep. Nit, du könntest ja an sich schon mal in meine Richtung laufen. Weil bevor ich hier einen Reifen habe, weil ich will ungern durch Elektro direkt durchfahren oder da anhalten, weil... Ich sag mal, die Zombies machen ja echt nichts. Okay, sie haben ausgestellt, dass sie rennen können. Echt? Okay. Aber die schlagen schon noch. Finde ich aber interessant, weil ich, als ich von DayZ das erstmal gehört habe, fand ich es immer blöd, dass die Zombies rennen können, weil man es halt von den ganzen Filmen so kennt. Das sind halt wirklich Walkers, wie bei Walking Dead. Finde ich cool eigentlich. Ist zwar ein bisschen lame, aber naja, vielleicht sind es ja dafür mehr oder so. Ja. Ich habe auch einen Reifen gefunden gerade. Woo! Passt, Hammer. Jawohl, wir haben das Auto wieder. Aber ich suche das Gebiet hier noch ab. Vielleicht finde ich noch einen, da hätten wir einen Ersatzreifen. Wollte ich nicht so früh, hast du denn auch eine Toolbox? Ich habe fünf Stück, Bitch. Man's mit den Dingern. Ja. Und der, ja. Den Typen, den ich getötet habe, der hatte 4 Stück dabei. Also ja, ich habe... Warum auch immer. Na gut, wenn man jedes Mal Fahrräder du, platzieren kann. Hast du ein 249er Magazin? Nehmen wir einfach mal mit. Du kannst übrigens, ihr könnt beide mit Fahrrädern fahren, wisst ihr das? Ja, jetzt weiß ich's. Okay, Blackbook, du auch? Ich wusste es nicht, jetzt weiß ich's. Toolbox, ne? Oh, ich habe eine Barrel gefunden. Wäre für einen Helikopter nicht schlecht, also... So in 10 Minuten, dass wir dann, wenn wir dann einen Helikopter haben, ne? Immer positiv denken. Ja, ich lasse Till spawnen. Hey, das ist ein Auto. Ja, so war es ja im Prinzip. Und das war ja auch kaputt, das hat ja auch keine Vorderräder, aber ich war halt so schlau und hab mal bei Salvation geguckt, da gab es ja diese LR-Räder. Also, oh, ich habe noch ein Rad gefunden. Also diese Ersatzräder so gesehen, die eingebaut sind. Deswegen konnte ich das reparieren. Okay, cool. Ich habe 2 Ersatzräder. Nee, also ein Ersatzrad, wenn ich das eine noch anbaue. Ich fahre im Übrigen gerade nach Balota, falls es wen interessiert. Nö, interessiert keinen. Fahr einfach die ganze Zeit Richtung Solnitschi, ne? Ich komme euch dann entgegen. Ja, ich fahre jetzt erstmal Balota. Da loote ich dann erstmal das Erfurt. Na gut, aber wenn dann drauf geht, ist es scheiße, ne? Ja, gut, aber ich kann ja auch so drauf gehen, weil... Ja, gut, aber... Das ist DayZ, ne? Ja, aber am Balota Erfurt ist halt sehr wahrscheinlich.
Ja gut, aber wir wissen ja alle, ja, dass ich bin ja immer schon lebensmüde gewesen. Ja, das ist wahr. Keine Einwände. So, Repair, right from true. Ich muss sagen, ich darf jetzt nur nicht von irgendeinem Typ mit einer Makarov abgeknallt werden, das ist peinlich. Okay, Auto läuft wieder, ich bin auf dem Weg. Mhm. Könnte natürlich passieren, dass mir ein Humvee GPK entgegenkommt. Konnte ich das Fahrrad doch irgendwie wieder aufsammeln? Oder? Ich glaube nicht. Okay, dann lasse ich das erstmal hier stehen. Ja, oder lauf durch. Also, wie gesagt, riskier jetzt nichts, sonst haben wir es nun, sonst dauert das ewig, bis wir uns finden. Ich hätte auch eine Waffe für dich, notfalls. Jetzt bin ich hier. Okay, na gut. Puh, da hat mir eben einer aufgelauert mit einer Makarov. Echt? Oh. Ja, aber mir geht's auch gut. Außerdem lauern sie dir auch. Okay, hier wird geschossen, okay. Tja, wie du sponsor nicht hier. Kannst du laufen. Ich hab gesagt, hier wird geschossen, nicht, dass ich doof bin. Das ist das gleiche Blackbook. Ja, wir wissen schon, worauf es rausläuft. Ich fahr halt jetzt nur nicht durch die Stadt durch. Mhm. Oh, da fährt das. Ja, hallo, hey. Nein. So, steig rein. Gut, dann Blackbook abholen. Wo spawnst du? Sag, wo du spawnst dann, ne? Boah, ich hab's vermisst, Auto zu fahren, ey. Hat Blackbook jetzt schon gesagt, wo er spawnt? Ne, Blackbook auf spawnsten. Ich bin nicht tot, ich bin tot. Wo spawnst du? Ich bin gerade wieder ab, ganz ruhig. Ich bin wieder zu meinem Fahrrad. Na gut, sag, wo du spawnst dann, ne? Okay, Nit, du bist ausgestiegen. Sag, wo du spawnst. Ach, Nit. Ich will doch nur zocken. Warum musst du so kompliziert sein? Aus grad, was? Oh. Ja, ich hoffe jetzt einfach mal, du spawnst Richtung Auto. Richtung Cerno. Ich werde dich wahrscheinlich mitten in Cerno aufsammeln. So, ich komme jetzt aus Cerno raus, Richtung Balota. Oh, ich fahre auf der Straße mit dem Fahrrad. Das bist du, ne? Nein. Bist du gerade abgestiegen? Doch, Gott. Alter. Entschuldigung, ich hab dich nicht gesehen, deswegen. So, Kumarovo, ne? Ja. Nein, nicht abspringen. Nit. Halt schon mal an. Da! Schnell, hier können überall Sniper sein. Ich nehme das Fahrrad mit, du. Nein, steig jetzt ein. Das kann man, glaube ich, nicht mitnehmen. Doch, könnte man schon. Egal, wir haben genug. So, wo wollen wir hin? Erstmal Inland, das heißt von Komarovo aus hoch. Military District, okay. Nope. Wieso? Das ist für mich ein Nope-Distrikt. Also erstmal jetzt Trader Starry anpeilen. Da geht's immer als allererstes hin. So, warte mal kurz, bevor wir jetzt, weil es kann immer passieren, dass uns jemand entgegenkommt und wir aussteigen müssen, um zu kämpfen. denn ich lege dir jetzt mal eine Waffe hinten rein, nicht? Hier sind auch noch ein paar Sachen im Auto, die dir gehört haben. Mhm. So, Blackbook, du hast auch eine Waffe parat? Nur die Makarov. Für die M8 habe ich leider keine Munition. Gut, jetzt aber. Ich leg dir zwei Magazine rein. Blackbook, steig auch nochmal aus, lad schon mal nach. Weil das kann sein, dass es bald heiß wird. Dabei. Okay. Lade mal nach. Jetzt wird gefickt. Sowas muss immer kommen, wenn man nachlädt. Sonst ist es nicht cool. Vor allem, wenn drei hintereinander nachladen. Ja. Warte, noch mal kurz für die Aufnahme. Lass nochmal alle aussteigen und dann laden wir nach und dann sage ich das nochmal, okay? Okay. Okay, los. Jetzt wird gefickt. Okay, das war uncool. Okay, wir fahren einfach so weiter. Tun wir so, als wäre das nie passiert. Also das kannten wir raus, richtig? Also ja, das lassen wir. Niemand wird davon erfahren. So, 3 gegen 30. Ja, wird passen. Wir sind ja erfahrene Daisy-Spieler, ich meine. Was soll passieren? Ich hab Bock, Heli zu fliegen. Weißt du, wie lange ich kein Heli mehr geflogen bin? Das kribbelt mir so in den Fingerspitzen. Oh ja, Blackbook, kennst du hier die Straße noch? Ja, so den gut. Weg, den wir immer gefahren sind. Und immer wieder. Gleich unsere schnuckelige Base wieder. Ja, stimmt. Unser Basewald. Ja. Das ist auch schon so lange her. Das ist ja. Und schon zwei Jahre hier. 2 Jahre ungefähr. Obwohl, nee, Quatsch, wir hatten das Thema ja vor kurzem. Anderthalb oder ein und viertel Jahr ist das hier. Ja. Links damals, da gab es noch nicht mal diese Wände, die es heute gab. Und Scheiß, da gab es nur diese Sand. Wow. Einfach weiterfahren. Oh Gott. Der hatte einen Gun drauf, ne? Ich hab's leider echt nicht gesehen. Ich glaube, das war einer mit Gun. Warte, ich schau nach, fahr du.
Ich glaube, der ist weitergefahren. Der ist weitergefahren. Boah, den hätten wir aber auch fast gerammt, ey. Mhm. Ja. Gegen Humvee hätten wir da jetzt schlecht abgeschnitten. Boah, war das knapp. Puh. Adrenalinpegel ist auf 2 ungefähr jetzt. Oh, tut mir leid. Achtung, Achtung, wow. Weißt du noch, wie wir in dem Schild mal stecken geblieben sind? Ich glaube, das Bild habe ich sogar noch. Oh. Ey, ey, jetzt nicht hier vor der Trade Zone, Bitch. So, wir sind, okay, wir sind drin. Sound, okay. Sieht so anders aus hier. Ja, das Achter sieht auf jeden Fall anders aus. So. Ist noch relativ dezent hier auf dem Server. Obwohl, ich lege schon mal Sachen ins Auto, die alle verkauft werden können. Und da können wir schon mal ein bisschen Geld generieren. Und zwar Red Bull kann verkauft werden. Und wir werden wahrscheinlich, ich weiß nicht, wir hätten noch eine Sniper, die ich als Waffe vergeben könnte. Was für eine? SVD Camo mit 3 Magazinen. Wer ist einer von euch ein guter Sniper-Schütze? Du kennst mich ja, aber im Prinzip ich, aber ich habe das noch nie in Arma gemacht. Ich? Aber du spielst nicht mit, das ist schlecht. Die Leute, die in-game sind, also Blackpop oder ich. Ja, ja, ich spiel gleich mit. Weil ansonsten... Ja, gib sie mir, ich nehme sie dann freiwillig, dann kriegst du meine M8, okay? Mal ins Auto und 3 Magazine. Leg die M8 auch ins Auto, dann nehme ich die gleich in den Rucksack wieder, damit sie keiner stiehlt. Okay, dann, ja, mehr können wir an sich nicht verkaufen momentan. Jetzt kann ich das Red Bull verkaufen. Ah, sehr gut. Was können wir mit 3 Gold anfangen? Doppelt so viel als jetzt. Oh, wow. Bei mir. Ja. Mal gucken, da hätten wir sogar 1,110 OZ. Also 11 Gold. Mal gucken, können wir davon irgendwas Gutes kaufen? Ja. Ein Ural zum Beispiel. MCVR wäre jetzt halt gut. Oh, aber er lädt halt echt. Gut, der Server ist auch schon 2 Stunden online. Online, ja. Alter, ein MTVR 70 Gold. Heiliger. Ah, ne, Fuel. Ja gut, weil er wieder nicht richtig... Ach, er zeigt es wieder nicht richtig an, warte. Ja, er zeigt bei Cargo Trucks, zeigt er Humvees und so an und bei Buses and Vans die Fuel Trucks und bei Fuel Trucks auch die Fuel Trucks. Also er spackt gerade richtig rum. Wann wird er neu geschaltet? Der stand vorhin erst 120 Minuten, ne? Ich frage ihn gerade mal, ob er auch Probleme hat. Blackburg. Gut, er hat sich gerade was gespawnt. Ja gut, ist gerade problematisch, weil der Server nicht neu startet. So, aber ich könnte Stunner kaufen. Da hinten liegt ein Motor und ein Main-Rotor. Also jetzt ein Restart alle 3 Stunden. Da war das vorher eine 30-Minuten-Meldung wahrscheinlich. 20 Minuten. Das ist eigentlich in Ordnung, das können wir noch warten, wenn jetzt Pro Tour jetzt eh noch erst auf den Server muss. Mhm. Ich eigentlich gehört, da hinten ist eine Engine und ein Main-Rotor. Oh, mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Okay, es schwebt in der Luft, okay. Konnte ich leider nicht sehen. Springen. Huch. Jetzt habe ich getradet, jetzt dachte ich, ach Gott. Hm? Über dem Trader, was denn liegt. Okay. We need a helicopter. Ach, jetzt trade ich, ja super. Jetzt trade ich. Danke, Trader, danke. Thank you. That's amazing. What a service. Gut. Aber man konnte wenigstens schon mal was kaufen. Eigentlich können wir heute echt die ganze Nacht aufnehmen, ey. Ich habe nur so viel Speicherplatz jetzt. Kein Ding, ich hab 2 Terabyte frei. Oh Gott, das Traden macht so Spaß. Das ist unglaublich. Oh yeah. Man kauft etwas und dann dauert es ungefähr 2 Stunden, bis man das nächste kaufen kann. OMG. Und ich find's ja gut, dass die Reichweite von den Tradern sehr erhöht wurde. Ich find's echt gut, Mann. Ich find's echt gut. Hallo. So, das sind schon mal wir. Wir haben eine Truppe. Wir sind eine Einheit. Wir sind... Cool. Guck mal, hier liegt sogar eine Waffe rum. Was ist das für eine? M40A3. Mhm. Ja. Verkaufen. Hier liegt im Auto. Jo, sehr gut. AKS-74? Habe ich auch gefunden, ja, habe ich auch da getan. Wir haben eine RPK. Habe ich auch gefunden, habe ich auch. What the fuck, hör auf. Er lootet und lootet. Ja. So, gut, dann M40 und die RPK, die verkaufe ich. Obwohl, die RPK ist ja nicht scheiße, ne? Die RPK kannst du ja, glaube ich, gar nicht verkaufen. Und die lag ja auch im Trailer rum. Ah. Jo, kann man verkaufen für 6 Gold. Das ist ja schon wieder das Doppelte, als wir, was wir jetzt haben.
Wir verdoppeln hier unser Geld, ey. Das sollten wir hier als E-Book verkaufen. How to double your money in Epoch. So, AKS-74U auch für AKS-74U übrigens demnächst in der Daisy Standalone. Nur so zur Info. Ich hab heute die News gedreht, also ich weiß Bescheid. Hammer. Was gibt's noch? Autos? Ja, ne. Ja, nee, sonst gibt's nichts. Ne. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war jetzt mal wieder Epoch, wie man es früher auf diesem Kanal gewohnt war, was ja lange nicht mehr in diesem Format kam. Das heißt halt mal wieder nicht nur die ganze Zeit Action auf ein Ziel hinaus, sondern dass wir uns schön was aufbauen. Und wir haben auch weiter vor, auf diesem Server zu spielen. Wir haben auch sogar schon angefangen, uns eine Base zu bauen. Das kommt dann in den nächsten Folgen alles. Und es wird noch sehr spannend, vor allem in der nächsten Folge. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und ja, dann wollte ich euch damit nur noch mal sagen, es geht jetzt wieder mit Epoch los. Das heißt, richtig Basenbau wieder. Und wir bauen uns was auf einem Server auf. Wir wechseln nicht ständig den Server, wie das mit den Folgen zum Beispiel mit Mucka gerade ist. Deswegen mit Blackbook wieder, mit Niche Pro Tools kommt dann auch dazu und dann haben wir noch einen Gast und ja, dann geht das wieder richtig los mit mehreren Leuten. Freut euch drauf, ich freue mich sehr drauf und wir nehmen auch gleich schon wieder auf. Von daher will ich sagen, wir sehen uns in den nächsten Folgen. Haut rein, lasst knacken und bis dahin. Ciao.